Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Unicard Box von Mero. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Unicard von Mero. Das Ganze am 27. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, und wie man unschwer erkennen kann, ist diese Box echt gewaltig. Also die ist echt, echt groß. Vorab werden wir das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also wir hatten hier auf der Folie noch hier ein M für Medium, dazu kommen wir dann noch. Und dann haben wir hier die Box. Wir haben hier einmal auf der Vorderseite den Interpreten Mero stehend. Es sieht so aus wie, ja, als wären da irgendwie so Container links und rechts. Sieht ein bisschen aus wie Containerhafen oder so. Wir lesen hier oben den Schriftzug Unicard in Orange, darunter Mero. Dann haben wir hier orange auch diese Leitlinien. Und der Interpret steht dann hier in weißem Trainingsanzug und er dürfte gerade telefonieren. Jawohl, hier ist das Ganze in Orange. Auf der rechten Seite lesen wir wieder Albumtitel plus Interpret. Glatt orange und hier wieder das Gleiche. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die Credits und einen Barcode. Gut, so viel dazu. Dann schauen wir mal hinein. Also von innen der Boxdeckel sieht so aus. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Gewinnspiel. Dann haben wir eine Autogrammkarte, diverse Sticker, das Album an sich, ein Poster und einen Trainingsanzug. So, dann packen wir die Box mal wieder zusammen, wie wir sehen können, von innen komplett weiß. So, Box kommt derweil zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen in Folie sind, nämlich einerseits der Trainingsanzug und auf der anderen Seite das Album, werden wir auch hier mal die Folie abmachen. So, einmal. Und dann kommen wir zum Album. Gut, so wie wir auf den ersten Blick erkennen können, wir haben hier ein reguläres Jewel Case, hier mit weißen Balken auf der Seite. Das Cover ist überraschend schlicht gestaltet. Ja, wir erinnern uns an das letzte Release über Groove Attack Tracks. Das war ja von Cero El Mero Babyface Flow und da war das Cover ähnlich schlicht, sagen wir das mal so. Ja, es ist das zweite Soloalbum von Mero. Wir haben hier orange und weiß auf dem Cover, ganz schlicht einfach nur der Schriftzug. Ebenso hier auf der Seite und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück an der Zahl und wir haben drei Features, eines von Enno, eines von Brado und eines von Chata. Hier wieder die Credits plus Barcode. Dann schauen wir auch hier mal ins Innenleben. Als erstes haben wir hier das Booklet. Wir haben hier die einzelnen Tracks nochmal aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, also wer hat produziert, wer hat geschrieben und so weiter. Dann Mero hier in Philipp Line zu sehen. So, dann haben wir nochmal das Bild hier, was wir schon kennen vom Cover. Allerdings sehen wir hier ein bisschen mehr und ja, die Vermutung liegt nahe, also es sieht echt so nach Güter Containern aus, also so nach Verladehafen. Hier wieder weitere Tracks. Dann haben wir eine Doppelseite hier. Die zwei Jungs hier sieht aus nach Arsenal Stadion. Und hier oben haben wir dann noch weitere Beteiligte des Albums. Auf der Rückseite klassisch orange und weiß. Die CD vom Design her ebenso schlicht in orange und weiß gehalten und auf der Rückseite komplett weiß. Gut, das war's soweit zum Album.
Dann haben wir mit dabei Sticker. Und zwar haben wir hier drei Sticker an der Zahl. Einmal diesen hier, schwarz-weiß, Mero vor einem riesengroßen Gebäude. Also so ein Hochhaus hier in schwarz und weiß quadratisch. Dann haben wir Foto Nummer 2, also Sticker Nummer 2, ebenfalls quadratisch. Hier wieder die zwei Herrschaften. Und dann haben wir hier auf dem dritten Foto, auf dem dritten Sticker, Mero wieder alleine. Und hier trägt er schon den Unicard Trainingsanzug. Also alle drei Sticker hier quadratisch. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier wieder ein schwarz-weiß Foto, hier sitzend auf dem Dach. Und ich glaube, es ist dasselbe. Ja, sieht verdammt ähnlich rein, wenn man sich hier so die Balkone ansieht. Das sieht auf jeden Fall genauso aus. Ja, das ist die Autogrammkarte im Hochformat, schwarz-weiß. Und auf der Rückseite wieder orange-weiß, Mero Schriftzug. So, dann haben wir ein Gewinnspiel. Und zwar haben wir hier einen Code. Hier lesen wir Unicard, Mero Gewinnspiel. Registriere dich mit deinem Code bis zum 11. Oktober 2019 und nehme am Unicard Gewinnspiel teil. Teilnahmebedingungen und Infos dazu unter groovetechtracks.com. Okay, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was bei diesem Gewinnspiel so ansteht, also was da die möglichen Preise sind, aber das kann ich euch dann gerne noch im Nachhinein in die Kommentare schreiben oder wenn ihr es wisst, gerne schreiben. Dann haben wir als weiteren Boxinhalt ein Poster mit dabei. Dieses ist doppelseitig bedruckt. Auf der einen Seite hier Mero und Prado zu sehen. Und auf der Rückseite Mero alleine. Auch hier wieder dieses Foto bei diesen Frachtcontainern in diesem weißen Hugo Boss Trainingsanzug. Also, das dürfte vom Format her A3 sein circa und ist eben beidseitig bedruckt im Hochformat. Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und diesem Boxinhalt ist auch das M auf der Box geschuldet. Also das hier ist der Inhalt, der größenvariabel war. Und zwar haben wir hier einen Trainingsanzug. Einen kompletten Trainingsanzug, bestehend aus Oberteil und Hose, so wie er sich gehört. Dieser, den haben wir schon vorhin gesehen auf dem einen Sticker. Moment, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, um das ins Gedächtnis zu rufen. Genau, hier hatten wir schon mal das Ganze, so sieht das getragen aus. Und wir haben hier einen weißen Trainingsanzug mit orangenen Elementen. Also ich muss ehrlich sagen, rein die Farbkombination feiere ich. Weiß und Orange, das passt echt gut zusammen. Hätte man eventuell auch umdrehen können, dass man den Anzug orange gemacht hätte und hier an der Seite weiß, aber ist auch so gelungen. Wir haben hier ganz schlicht einen weißen Trainingsanzug, also wir haben hier keinerlei Logo oder nichts aufgestickt. Was wir allerdings haben, ist dann hier auf dem rechten und auf dem linken Arm komplett über die gesamte Seite dieses Design hier. Und zwar lesen wir hier Unicard und QDH, also Unicard und 428. Das lesen wir hier überall. Quatre de suite, also 428. Ebenso wie hier. Dann schauen wir mal auf die Rückseite. So sieht das Ganze aus. Wir haben auf der Rückseite hier im Nackenbereich dann doch noch einen Aufdruck. Hier lesen wir Mero in orangener Schrift. Sowohl oben als auch unten. Wir haben hier am Kragen, als auch unten natürlich an den Ärmeln und hier am Bund dann das Ganze hier so gerafft, so einen Bund eingenäht. Dann haben wir hier beim Bauch entsprechend links und rechts eine Bauchtasche. Und das Ganze ist dann hier mit einem Reißverschluss zu öffnen. Dann schauen wir mal hinein. So, hier lesen wir dann noch Mero und Dev, also wahrscheinlich wohl Dev Shop. M, wie gesagt, es gab das in sehr vielen Größen, also ich glaube von XS bis XL, wenn nicht sogar XXL, war da alles dabei. XS eventuell, also auch durchaus für Frauen zu benutzen oder zu kaufen, diese Box. Ich habe mich in dem Fall wieder für M entschieden. Was lesen wir hier? Mero Color White Size M. Okay, das wissen wir schon. Designed in Berlin, made in Istanbul, Turkey. Okay, Grüße gehen raus. Dann packen wir den mal wieder zusammen, also das Oberteil. Beziehungsweise, was ich noch gar nicht gesehen habe, war, genau, das würde mich noch interessieren. Wir lesen hier 100% Polyester. Alles klar. So, dann packen wir den mal wieder zusammen.
Einmal hier den Zip zumachen. Jawohl. So. Und dann kommen wir auch gleich zur Hose. Einmal noch kurz hier zusammenlegen. Jawohl. Und dann schauen wir uns auch noch die Hose an. So. Die Hose vom Design her natürlich ident. Also auch hier wieder in weiß gehalten. Und hier kann man das sogar besser sehen, weil es hier nicht so um die Ecke geht und geknickt ist. Haben wir dann hier wieder diesen orangen Balken auf der linken sowie auf der rechten Seite mit dem Unikat und QDH Design. Dann haben wir auch hier wieder links und rechts zwei Eingriffe, zwei Taschen hier eingenäht. Auf der Rückseite haben wir in diesem Fall keinen Aufdruck, also kein Merro Arschgeweih. Gut, wir haben hier natürlich wieder M, ist klar. Dann haben wir hier auch noch zwei Bänder, um das Ganze hier entsprechend zuzuziehen und größentechnisch anzupassen. Und wir haben es hier zu tun mit natürlich auch wieder Made in Turkey, Größe M und wo haben wir es? 100% Polyester. Alles klar. Gut, das war's soweit. Wir packen die Hose mal wieder zusammen und dann fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Hier sehen wir noch kurz, dass diese beiden Bändel hier vorne schwarz aus Metall noch sind. Also bedeutet, hier wurde das Ganze dann noch mit schwarzem Metall hier zusammengefasst. Gut, wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Trainingshose in Weiß und Orange. Passend dazu natürlich das Oberteil, also der komplette Anzug in Weiß und Orange. Größe, wie gesagt, frei wählbar. Dann haben wir drei Sticker, allesamt quadratisch, einer schwarz-weiß, zwei in Farbe. Dann haben wir mit dabei die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Dann dieses kleine Kärtchen hier, dieses Gewinnspielkärtchen mit dem Gewinnspielcode. Das Poster zweiseitig, also doppelseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, Unikat, mit insgesamt 18 Tracks und 14 Tracks und 3 Features. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Unikat von Merro. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Merro unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.